Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind hier bei der Gewinnernacht, bei der dritten Gewinnernacht im April 2023. Hier ist unser Stand. Die anderen sind gerade oben bei den Vorträgen. Wir haben richtig geile Speaker heute hier. Gerade hat schon Nikita Udovichenko gesprochen. Niki Bra, unser Kunde. Er ist Fitnesscoach und hilft sehr, sehr vielen Menschen bei ihrer Gesundheit weiter, insbesondere Unternehmern. Jetzt gerade spricht Sabrina Nennemann. Nachher kommen noch viele andere geile Speaker. Felix Andrich, Chris Ogeit, Jeremy Fragrance, ich bin selbst auch Speaker und noch ein paar weitere. Also, könnt euch gespannt sein. Wir haben hier Umsatz.io mit Marvin Flensche. Sehr, sehr nice. Er wird gerade interviewt. Hier das Institut für digitale Qualitätssicherung. Die Learning Suite, Jungs. Und wie läuft's? Ja, gut. Viele Kunden da. Viele glückliche Kunden, das macht Spaß. Es gibt auch sehr, sehr viele geile neue Features. Ihr habt jetzt euren YouTube-Kanal so richtig gestartet. Kann ich empfehlen. Ja. Schaut euch das gerne mal an. Den findet ihr, blenden wir euch mal hier ein, wie ihr den finden könnt. Da werden dann regelmäßig die Features vorgestellt und auch Updates, was es Neues gibt bei euch, ne? Genau, ja. Also wir haben jetzt letztens ein Video released, wo wir eben den neuen Videocutter vorstellen. Das heißt, man kann jetzt eben direkt in der Plattform Videos schneiden. Das ist auch sehr geil, um sich da eben nochmal Zeit zu sparen. Alle neuen Features werden eben auch dort hochgeladen und auch natürlich Updates und Ähnliches. Es bleibt also spannend. Copter Pro. Ja. Wir sind hier mit Copter Pro. Er hat ein richtig geiles Angebot. Ja, wir sind die Ansprechpartner, wenn es um das Thema Wärmebilddrohnen geht. Das heißt, wir machen hauptsächlich Vertrieb im Bereich Drohnen. Wir machen die Serviceleistung, wir machen die Schulung hinten dran. Genau. Und die Drohnen werden eingesetzt für eine Sportart, und zwar? Jagd. Also wir sind hauptsächlich im jagdlichen Bereich aktiv. Ja. Ich hab seinen YouTube-Kanal, erst bei uns im Geschäftsführertraining, und als ich seinen YouTube-Kanal gesehen habe, total geil. Man sieht einfach, wie er mit Drohnen durch die Gegend flieht, schaut, hey, wo sind hier Wildtiere, und dann geht ihr jagen, ne? Richtig. Richtig crazy, und das ist der größte Influencer für. Ja. Müsst ihr unbedingt mal abchecken, blenden wir auch mal hier ein. Hier haben wir Ferrit, ein guter Kumpel von mir aus Koblenz, er kümmert sich hier um das ganze Catering. Was hast du uns heute Schönes mitgebracht? Also wir haben wirklich riesen Auswahl. Ich werde dann alles zufriedenstellen heute. Lasst euch mal überraschen eigentlich. Ich werde gleich mal hier alles probieren. Ein Riesenstand von Loftfilm, zweigeteilt. Wir haben hier links Loftfilm und rechts haben wir Landeseiten.de. Was zur Hölle ist Landeseiten.de? Wir machen verkaufsstarke Webseiten, damit Besucher auch zu Kunden werden. Also das heißt, ihr setzt die für die Kunden um? Baut ihr auch? Genau. Wir schreiben die Texte so, dass sie Besucher überzeugen. Wir machen ein geiles Design. Habt ihr euch gedacht, weil der sowieso ja schon die ganzen Texte für einen Erklärfilm schreibt, könnt ihr auch gerade noch für die Landeseite mitschreiben oder was? Quasi. Dann eigentlich kam es daraus, weil wir halt Kunden haben, die setzen den Film ein, die kriegen dadurch zum Beispiel als Werbung, kriegen da Klicks auf die Webseite, aber wenn die Webseite halt nicht überzeugt, kriegen sie trotzdem keine Anfragen. Und ganz genau. Perfekte Offer dazu. Richtig. Haben wir gemeinsam gearbeitet in der Marktführer Mastermind und wie läuft es bisher? Ziemlich gut. Also wir haben jetzt nach den ersten, ich glaube 4 Monaten, haben wir jetzt über 100.000 gemacht. Den ersten Monat, letzten Monat. Mit dem neuen Angebot. Mit dem neuen Angebot, genau. Also die Jungs sind richtig am Abgehen, machen die ganze Zeit 7-stellige Umsätze. Wir blenden auch gerne mal meinen Award ein, den ich extra gemalt habe für euch. Ja, ist ja geil geworden. Auch ein geiles Ding. Nice, wir sehen uns ja demnächst wieder bei der Mastermind. Auf jeden Fall. So, jetzt ist die Pause, jetzt wird schön gegessen. Wir gehen jetzt runter und schauen uns mal an, was das Catering aus Koblenz in Mainz heute so zutage fördert. Und ich bin hyped, weil Essen ist immer sehr gut bei diesen Events. Ich bin gespannt, wie es wird. So, let's go. Rein in die Masse, wie eine Reißwolf-Attacke. Attacke, Attacke, Attacke. Alex, wir gehen rechts her. Man muss immer antizyklisch handeln. Wenn alle die Richtung gehen, gehen wir hierher. Story of my life. Ich habe eine Frage. Wohin mit dem Yelt? Das Yelt kann zu uns. www.tappeconsulting.de. Kostenloser Ersttermin. Einfach buchen und dann zaubern lassen. Wenn ihr Yelt habt, dann zu uns. Gebt denen das Yelt. Genau. Aber zuerst mir. Also diese Frage hier beschäftigt mich mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Kurze Frage. Wie ist das so, wenn man Karl S. in Endstufe ist? Ich würde eher sagen, dass Karl S. die Endstufe von mir ist. Ansage.
Hey du schöner Mann, was geht ab? Was geht? Was machen die Werbetexte? Die laufen, ja. Viele Kunden, viel Fulfillment und glückliche Kunden. Sehr geil. So, ja. Tschüss, mach's gut. Ne? Ich will Stress machen. Wieso willst du Stress machen? Du hast dich angerempelt. Prost. Prost. Achso, ich dachte, du zeigst gerade auf meine Uhr. Cringe. www.cringe.de www.cringe.de, falls ihr angecreept werdet bei Instagram von irgendwelchen Weirdos, die euch Nachrichten schicken, www.cringe.de können wir empfehlen. Cringe.de www.cringe.de. Alle vloggen 24/7. Das ist wirklich wow. Wo ist euer Kameramann? Oder Frau? Frau. Wir haben keinen. Doch, keine? Keinen. Wieso habt ihr keinen? Wir brauchen noch einen. Läuft ja trotzdem bei euch auch ohne, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil Kaltakquise Queens. Weil Kaltakquise Bestes. Mit DMC. Ist eigentlich als Frau einfacher mit der Kaltakquise, was denkst du? Ja. Doch, glaube ich schon. Vor allem bei uns jetzt Handwerker und Industrie. Also ich glaube, die reden viel lieber mit einer Frau als mit einem Mann, weil es für die immer was anderes ist und angenehmer ist. Wir haben ja letztes Mal über Mainzer gesprochen, wenn jemand sagt, er hat keine Mainzer-Blockaden. Erstmal, stopp, wie viel Umsatz hast du gemacht letzten Monat? Am Januar 255. Was habe ich dir damals gesagt? Du hast gesagt, schwarz, ich reiche. Genau, habe ich gesagt und habe ich gemacht. Hat ja. gemacht, ja. 200, wie viel? 200? 55. 255.000 Euro Monatsumsatz, also krass. Ja, ist richtig. Und du bist, als du zu uns gekommen bist, hast du, keine Ahnung, 10k gemacht oder so? Ja, wir haben gar nichts gemacht. Wir waren Influencer und es war... So, also, das ist krass. 10, 50k. Das ist krass, das ist krass. Ja, und das ist halt die Macht eines Mentors. Ja? Man braucht immer Leute an sich, die auch einem einfach Klartext sagen, was Sache ist. Das ist so wichtig. Und wie erkennt man jetzt, dass man so ein Ego-Problem hat? Ja, wenn man das sagt, ich hab kein Ego-Problem, dann hat man ein Ego-Problem. Da muss man das erkennen, oder? Ja, also ich werde da gleich auch in meinem Vortrag drüber sprechen. Ja, genau. Aber viele Leute haben ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein, wenn sie sich mit einer Sache nur ein bisschen beschäftigt haben. Mhm. Nennt man auch, glaube ich, Dunning-Krüger-Effekt oder Dunning-Krüger-Effekt oder so. Das stimmt. Kennst du das? Ja. Ja. Und ja. Man muss halt immer sich vor Augen führen, okay, es gibt Leute, die sind vielleicht in dem Bereich, in dem ich besser werden will. Also ich bin zum Beispiel gut im Business, aber ich bin halt voll schlecht im Kochen zum Beispiel. Ja. Und wenn ich jetzt kochen wollen würde, dann würde ich jetzt nicht hingehen und so tun, als wäre ich voll der Typ, der voll Ahnung hätte. Genau. Sondern ich sage, ey Leute, ich habe da gar keinen Plan von. Genau, und würde dann zu einem Coach gehen, der mir das halt beibringt, ja, oder einen Koch, der es mir beibringt und mir das lehrt, wie das funktioniert. Richtig. Ich habe nicht mehr gekocht seit 4 Jahren oder so und das funktioniert auch nicht so. Ist ja auch ein Zeitfresser, braucht man nicht. Genau, so. So, ein Zeitfresser, ey. Aber man muss halt wissen, was kann man und was kann man nicht und da muss man einfach ein Bewusstsein für kriegen und wenn du das hast, dann hast du auch, sag ich mal, ein relativ kleines Ego. Das muss man immer wieder vor Augen führen. Okay, was kann ich, was kann ich nicht und wo soll ich besser mal Leuten zuhören und wer ist einfach vielleicht in dem Lebensbereich weiter als ich und wen kann ich da als Mentor annehmen? Genau, das ist sehr wichtig, dass man sich reflektiert und dass man wirklich auch diese Mentoren aktiv sucht. Weil damals war es ja bei mir auch so im Business, ich habe 10k gemacht und habe damals gedacht, ja, das ist jetzt der heilige Gral. Ja. Jetzt weiß ich, das ist gar nichts. So, bin dann auch zu euch gekommen, immer weiter. Und dann finde ich auch wichtig, dass man nicht aufhört. Genau. Es gab ja auch mal eine Zeitspanne, da war ich nicht bei euch. Genau, ich mir dann gedacht, die Hybris, die dann irgendwann reinkickt. Ja, wenn man einfach, sag ich mal, übermütig wird und denkt, ich kann jetzt alles, ich habe alles gecheckt und ich brauche keinen Input mehr. Korrekt. Aber das passiert jedem, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja, irgendwann kommt man in so seinen Film rein und dann ist man da drin und dann kommt man auch wieder raus. Ja. Wenn man irgendwann wieder auf die Fresse fliegt, und das gehört dazu, ist nicht schlimm. Wenn man es aber vermeiden kann, ja, mit einem Mentor an der Seite, so wie dir oder uns, da sollte man es halt vermeiden. Genau. Jetzt ist die Pause vorbei, jetzt ist Max Reide dran, unser Kunde, geiler Typ. Dann kommt Chris und dann kommt Matthias Nigorf, auch ein Kunde von uns. Ich bin gespannt, wir gehen jetzt mal hoch. Es hat gegongt, das war kein Sales-Gong, weil Sales-Gongs sind cringe. Das Event geht weiter, wir gehen die zweite Hälfte des Tages. So, ich bin jetzt kurz vor meinem Auftritt. Ich bin auch wieder ein bisschen aufgeregt. Ja, viele Kunden hier, viele Freunde hier, Familie hier. Da wird das schon klappen. Die werden ja aus Mitleid auch sowieso klatschen, also von daher... Hier mit diesem Präsenter kann ich gerade den Vortrag vorne steuern. Matthias Nigorf kriegt direkt Schweiß aus Brüche. Herzlich willkommen, Markus Baulich. Geil. Meine 5 Top-Tipps, um in jungen Jahren schnell erfolgreich zu werden. Mainz, Dankeschön. So, mein Vortrag ist vorbei. Der kam gut an.
Wir werden ihn auf YouTube releasen. Ihr könnt euch den ansehen und dann werdet ihr erfahren, was das größte Geheimnis ist und warum ihr wie die Katze mit dem Butterbrot auf dem Rücken sein müsst. Der Vortrag von Jeremy oder das Interview war auch sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Müsst ihr euch auch unbedingt reinziehen auf YouTube. Ansonsten, wenn du Coach, Berater, Trainer, Dienstleister bist, Experte, Agenturinhaber und du willst dein Business voranbringen, jetzt auf www.andreasbaulig.de, trag dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns. Wir können dir gerne weiterhelfen. Dann kannst du mit einem unserer Strategieberater sprechen, zum Beispiel mit Korab. Ja, ein geiler Typ. Oder mit Armin oder Yannick oder mit mir. Und wir sehen uns dann. Mach's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.